Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Artort TV. Ja, heute sind wir ein bisschen nachdenklicher geworden, weil unser Slogan heißt ja seit 2002, wir berichten live vom Tatort der Kunst. Und hinter mir ist so ein Tatort der Kunst. Und es ist schon befremdlich, wenn unser Obelisk, der hier viele Monate am Königsplatz stand, nun weg ist. Vorübergehend vielleicht oder für immer. Wir werden uns dem heute widmen. Wir wollen uns einige Gesprächspartner an die Seite holen, mal fragen, wie es zu dieser Situation kommen konnte, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Und jetzt habe ich Regine Oesterling bei mir. Ist ja bekannt, vor einer Woche standen wir schon mal an selber Stelle beim Obelisken. Ja, sag mal, du warst heute Morgen, wann warst du hier, wann hast du das mitbekommen? Also mitbekommen habe ich es um 8, da hat HNA das über Kassel live gebracht, vielleicht auch schon vorher, da habe ich aber nicht mehr nachgeguckt. Und dann habe ich sofort die Sachen gepackt und bin sofort hierher gefahren, weil ich gedacht habe, den Abbau, das möchte ich jetzt schon sehen. Was hat das mit dir gemacht, als du hier standest und Fotos gemacht hast? Ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Es war ziemlich komisch, weil das jetzt so plötzlich kam. Also vor einer Woche hätte ich nie gedacht, dass ich in einer Woche schon wieder mit dir hier stehe und dann aber vor dem abgebauten Obelisken. Der leere Platz sieht nicht gut aus, man kommt auf den Königsplatz zu und es fehlt einfach was. Was glaubst du, was jetzt passieren wird? Ich meine, du hast ja die Stimmung vielleicht schon im Internet miterlebt. Was denkst du, wie das hier jetzt weitergeht? Heute, was habt ihr vor? Da ist ja jetzt was geplant hinter uns. Wir planen, Blumen niederzulegen, nicht für das Monument. Das wäre ein bisschen dramatisch, sondern das Monument stand ja für Flüchtlinge, unter anderem auch für Gestorbene. Und für die in Erinnerung wollen wir diese Blumen niederlegen. Und weil wir traurig sind, dass der Obelisk da nicht mehr steht. Abgebaut wurde bis um 9:30 ungefähr. Da haben hier schon einige gestanden und diskutiert und fanden das nicht witzig, weil uns klar ist, was jetzt in der Presse los sein wird, weil die das eben als Abriss werten und weil Kassel jetzt mal wieder nicht als Dokumentarstadt dasteht. Es war ja eine Nacht- und Nebelaktion, wenn es um 4.30 Uhr passiert. Und wie findest du, dass es sozusagen Parallelen gibt zum Treppenabriss vor 18 Jahren und vor allem, dass Herr Geselle und die Stadtverordneten sozusagen mit dem Bauamt sowas an einem Tag der Deutschen Einheit planen? Das muss doch, ich meine, das ist ja nicht Zufall. Da kann man ja nicht mehr von Zufall sprechen, weil das hat ja schon, das treibt ja fast schon einen Keil in etwas, oder wie siehst du das? Ja, das wird aber in der Presse, in der Pressemitteilung wird das ja völlig anders dargestellt. Da ist ja dieser Tag ausgesucht worden, weil die Geschäfte nicht aufhaben, weil wenig Straßenbahn fahren, weil es möglichst geräuschlos über die Bühne gehen kann, man die Menschen in ihrem Pendlerverkehr zur Arbeit nicht stört. Man hätte rein theoretisch ja auch noch bis zu Sonntag warten können, da wären die gleichen Bedingungen gewesen, aber eben nicht der Tag der Deutschen Einheit. Es kommt letztendlich nicht gut rüber, die Aktion. Es sieht wirklich nach einer Nacht- und Nebelaktion aus, weil niemand vorher informiert wurde. Also es wusste wirklich keiner, da sind alle von überrascht worden. Das Einzige, was halt sehr auffällig war, dass heute Morgen wohl um 4, nach Aussagen mehrerer HNA-Mitarbeiter, genau diese hier auf dem Platz standen und offensichtlich wussten, was da kommt. Das heißt, die Presse wird hier unterschiedlich in Nordhessen oder überhaupt, Bundespresse wurde dann ja gar nicht eingeladen, behandelt. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich meine, was schätzt du, wohin die Diskussion gehen wird? Wir hatten ja schon vor einer Woche darüber gesprochen, das wird natürlich international für Aufsehen sorgen. Was denkst du, wird der Künstler tun? Der Künstler staunt jetzt erstmal. Der ist genauso davon überrascht worden, denke ich, wie alle anderen auch und wird sich jetzt in Ruhe überlegen, wie er weiter damit umgeht. Ich glaube, er hat jetzt so viel Presse, dass er mit dem Obelisken bis an sein Lebensende verbunden sein wird. Da kann er Bücher drüber schreiben, also da wird er auch so wissen, wie er da sein Kapital draus schlägt. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt Mirl Redmann neben mir. Du hast heute eingeladen, spontan hier auch auf den Königsplatz zu kommen. Wie ging das dir heute Mittag, heute Morgen, als du davon erfahren hast, dass hier in der Nacht- und Nebelaktion der Obelisk verschwunden ist? Ich glaube, ähnlich wie vielen von uns. Wir gucken jetzt hier auf dieses Loch. Ich bin immer noch so ein bisschen, auf Englisch würde ich sagen, flabbergasted. Wie sagt man das auf Deutsch? Vor den Kopf geschlagen. Das klingt so hart. Wir hätten, glaube ich, alle irgendwie eigentlich erwartet, dass das Ganze vielleicht ein bisschen fairer vor sich geht. Also
Es ist klar, dass man vielleicht verhindern wollte, dass jetzt die Bilder des Abrisses um die Welt gehen. Auch so waren Kameras da. Und das Zeichen, das jetzt gesetzt wurde mit dieser Demontage auf den 3. Oktober, das ist, ich bin wirklich immer noch ganz sprachlos, weil das musste auch erstmal bei mir einsinken. Und daraufhin habe ich dann ja auch irgendwie mobilisiert und eingeladen, hierher zu kommen, weil der 3. Oktober ist der Tag der deutschen Einheit. Und dieses Kunstwerk, ich glaube, egal wie man sich dazu positioniert, und ob man das toll findet, dass es so sehr zu einem Symbol geworden ist für eine gesellschaftliche Spaltung auch und für eine gesellschaftliche Polarisierung zwischen Leuten, die irgendwie sagen, wir müssen die Grenzen schließen, und so Leuten, die sagen, dass die Botschaft des Fremdlinge- und Flüchtlinge-Monuments ist uns wichtig und wir sind für eine plurale und für eine offene Gesellschaft. Dass das jetzt gerade der Tag gewählt wird von, ich möchte gar nicht spekulieren und möchte gar nicht wissen, wer das jetzt wirklich irgendwie letztgültig beschlossen hat, dass ausgerechnet der 3. Oktober so ein besonders guter Tag dafür wäre, der Tag der deutschen Einheit, uns im Grunde genommen symbolträchtige Geste zu senden, die sagt, die deutsche Einheit, das ist eigentlich die Einheit der Deutschen, die irgendwie gegen Pluralität sind und die gegen Zuwanderung sind und die gegen Fremdlinge und Flüchtlinge in unserer Gesellschaft sind. Das finde ich schockierend. Also jeder andere Sonntag in diesem Jahr hätte es besser getan, glaube ich. Wenn man halt in irgendeiner Form deeskalieren möchte in diesem Konflikt. Aber das ist einfach so eine krasse Eskalation, ja. Also wenn wir, ja, komm mal ein Stück zu mir rüber. Ja. Also wenn man jetzt die Äußerungen der Stadt sich anhört, dann wurde hier einfach ein Tag gewählt, wo angeblich wenig in der Stadt los ist. Aber natürlich, wie du zu Recht sagst, der 3. Oktober ist nun mal ein ganz besonderer Tag. Und das Monument war ja eigentlich auch für diejenigen gedacht, die ja die Willkommenskultur gelebt haben. Und wie müssen die sich heute in Deutschland fühlen am Tag der Einheit? Naja, ich meine, wenn man solche Signale gesendet bekommt, ist es, glaube ich, ziemlich demoralisierend. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mein Engagement sich meistens eher auf die Kunst beschränkt und weniger auf ein gesellschaftliches Engagement. Aber wenn ich habe heute überlegt, ich habe überlegt, ob ich dich Herrn Fischer anschreibe und ihn frage, ob er Lust hätte, vorbeizukommen. Der war ja auch bei dem Picknick für die Freiheit der Kunst. Und da hat er ja auch erzählt, dass er Kirchenasyl gewährt und dass er da wirklich mit einem guten Dutzend geflüchteter Menschen zusammenlebt täglich. Und ich dachte, nee, ich kann ihn gar nicht einladen, weil dann kommen die hierher und die sehen das Loch und die sehen den Bauzaun. Es ist doch, also ich meine, das damit will man doch nicht umgehen. Ja. Also jetzt müssen sich ja die Politiker hier in der Stadt schon gefallen lassen, dass sie von Anfang an den Obelisken in dieser Stadt nicht haben wollten. Weil es wurde ja ganz klar ein Zeichen gesetzt von der Bevölkerung. Wir spenden ja über 120.000 Euro, um diesen Obelisken am Königsplatz zu behalten. Dann wurde auf einmal ein Dreh draus, er könnte hier nicht bleiben. Bis heute bleibt eigentlich die Stadt jeglicher Antwort offen, warum er hier hätte nicht stehen bleiben können, zumal das Kunstwerk ja nur hier funktioniert. Jetzt ist es aber schön, ich hatte heute Morgen Kontakt zum Künstler und er hat aus meiner Sicht sehr besonnen reagiert. Er hat gesagt, okay, er ist jetzt verschwunden, der Obelisk. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine Zeit mit anderen Politikern vielleicht, auch er hat von Oberbürgermeister gesprochen, auch anderer Dokumenterleitung, dass man den Obelisken wieder einlädt, zu kommen. Siehst du da eine, wie schätzt du das ein, dass ein Künstler so besonnen reagiert? Ist das typisch für Olu? Er hätte ja jetzt auch frustriert reagieren können. Ja, hätte er, aber es hätte ja nichts gebracht. Also, ich meine, ich habe Olu Ogibe vor 15 Jahren kennengelernt, quasi als Autoren, der das Culture Game geschrieben hat. In Athen hat er ja ausgestellt die Biafra Time Capsule, also die Zeitkapsel, die informiert über die Biafra-Krise. In der Zeit ist er ja aufgewachsen, also er ist ja in diesem Konflikt aufgewachsen. Er ist ja als Flüchtling in die USA gekommen, als Kind. Und ich glaube, dass vieles, was in diesem Monument hier verankert ist, auch nach wie vor, also ich glaube, der Obelisk ist abgebaut, aber das Fremdlinge- und Flüchtlinge-Monument, das besteht weiter. Und
in diesem Sinne, glaube ich, ist das ganz sinnvoll, dass man sagt, ja, vielleicht wird es ja irgendwann wieder eingeladen, zurückzukommen nach Kassel in einer anderen politischen Situation. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber auch als dieser Kompromissvorschlag mit dem Standort vor dem Documenta-Institut gemacht wurde, da war für mich eigentlich klar, naja gut, also in dem Moment, in dem auch innerhalb von Kassel dieses Monument umgestellt wird und weggenommen wird von diesem Platz, an dem es einfach so unglaublich viele unterschiedliche Symmetrien und Korrespondenzen auch mit dem Stadtraum eingeht, auch mit der Stadtgeschichte, was ja kaum vermittelt wurde mal, was ja kaum auch anerkannt wurde von allen möglichen Leuten, die hier in Sachen Kultur unterwegs sind. Wäre dieser Obelisk von hier vor das Documenta-Institut gegangen, ich glaube, wir hätten kein Monument mehr gehabt, wir hätten kein Denkmal gehabt, sondern wir hätten ein Mahnmal gehabt. Wir hätten ein Mahnmal gehabt für den gescheiterten politischen Diskurs hier in der Stadt und für die gescheiterte Vermittlung der Documenta 14, für die gescheiterte Vermittlung der Ideen der Documenta 14 und der Ideen, die dieses Monument auch wirklich in sich sehr, sehr stark vereinigt. Und ich glaube, dass es gerade eine der Stärken der Documenta 14 war, kontroverse Diskurse in der Stadtbevölkerung einmal natürlich, aber dann auch wirklich ganz, ganz sensible Korrespondenzen zwischen Kunstwerken, durch die Verschiebung von Kunstwerken, durch das hier Hinstellen von so einem relativ eigentlich harmlosen Ding, dachte ich immer. War aber nicht. Also es ist auch spannend und ich glaube schon, ja, das geht natürlich weiter. Ja. Vielen Dank, Müll Erdmann. Ja, und damit, ja, eigentlich mit diesem positiven Ausblick. Also, dass der Obelisk jetzt verschwunden ist, sichtbar, heißt nicht, dass er weg ist. Und ich denke mal, das sollten wir vielleicht an dem heutigen Tag lernen, dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir mit Blick nach vorne sozusagen das Monument weiterleben lassen und wir werden mal schauen, wie das weitergeht. In eigener Sache kann ich nur so viel sagen, wir sehen uns ja hier bei Artort TV jetzt ja in den Zeiten, in denen wir gerade unterwegs sind, als Bildungsfernsehen. Und wir haben sehr viele Aufnahmen aus der Documenta 14, die wir gerne an Sie weitergeben wollen. Und deswegen schauen Sie doch einfach mal wieder rein, wenn wir berichten vom Tatort der Kunst. Ja, mit abschließenden Bildern aus Kassel vom 3. Oktober zurück zu Ihnen und noch einen geselligen Feiertag.